Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Ich habe hier irgendwo Dummes draufgeklickt. Ich möchte das nicht. Okay, danke. Warum möchte keiner mit den Teetassen fahren? Da ist eine coole zaubernde Hexe. Komm, ihr wollt doch da alle mit drauf. Habt ihr so ein cooles drehendes Rad? Da ist eine Piratenkapelle. Und habt ihr noch drehende Teetassen? Weil die gibt es ja in Europa-Park auch und mir wird ja immer richtig schlecht dabei. Ich kann irgendwie diese Drehbewegung nicht ab. Also irgendwie so Freefall Tower oder keine Ahnung, das geht schon. Aber so Seitwärtsbewegung im Kreis sind nicht so förderlich. Ich glaube, wir müssen ein paar Angestellte feuern. Ich glaube, irgendwie, die haben nichts zu tun. Bedient Kunden, hat irgendwie niedrig. Am meisten haben wir Personalkosten, die könnten wir uns ja einsparen. Entfernen Müll. Niedrig, ja. Hier, schau, die können wir rausschmeißen. Sorry, du, aber wir müssen ein bisschen sparen, also bei entlassen. Ich finde schön, dass das einfach so ein Mülldings ist. Ja, aber ich kann halt meine Verkäufer nicht rausschmeißen, auch wenn die nichts zu tun haben. Es geht mir jetzt vor allem um die Hausmeister. Ich glaube, da haben wir zu viele. Alter, was ist jetzt da vorbeigefahren? Ich glaube, Polizei oder so. Du bist auch entlassen. Und du bist auch entlassen. Noch irgendwer niedrig. Du bist nicht happy. Dann finde ich, könntest du auch gehen. So, jetzt müssen wir ein bisschen Geld eingespart haben. Wenn wir jetzt gut wären, würden wir... Jetzt machen wir Profit. Das müssen wir jetzt eigentlich nur noch abwarten. Und schon mal auf die Mülleimer gehen. Oh, wow, wir haben Geld, wir haben Geld. Da ein Mülleimer hin. Da ein Mülleimer hin. Da ein Mülleimer hin. Da ein Mülleimer hin. Da ein Mülleimer vielleicht irgendwo hin. Ah, nicht genügend Geld. Komm, ein bisschen Geld für Mülleimer. Komm. Die Leute freuen sich über Mülleimer. So, schön Mülleimer gekauft. Machen wir hier oben, wenn man... So, nee, da kommt man scheinbar nicht hoch. Irgendwo muss doch da ein Weg sein. Machen wir hier halt einen Mülleimer hin. Komm. Ich möchte mir da einen Mülleimer hinstellen. Das hat wohl einen Sinn, wenn ich das möchte. Ja, die werden schon irgendwie da unten klarkommen. Die haben ja hier nicht mal einen Weg, also auch Pech gehabt. So, dann hier vielleicht noch einen hin. Ist am Weg verteilt immer mal wieder ein. So. Leute sollten glücklich sein, dass wir jetzt so viele Mülleimer in unserem Park platziert haben. Alter, jetzt geh halt mal hoch, danke. Da brauchen wir sicher auch einen Mülleimer. Oh. Komm schon, gib mir ein bisschen Geld. So, und jetzt direkt noch da einen am Parkeingang, dass man denkt, oh, wir sind voll der gepflegte Park. So, jetzt müsste sich unser Problemchen hier auch wieder erledigt haben. Ah, jetzt haben die wenig Arbeitsbelastung, dann bist du doch gleich entlassen. Und wieder 120 Dollar im Monat gespart. Ja, aber den Rest lassen wir jetzt mal.
So. Der ganze Müll ist widerlich. Das müsste jetzt runtergehen. Ja, 29%. So. Sie stehen ja da schon an, aber ich denke jetzt nicht, dass das jetzt so das große Problem ist. Viele Fahrgeschäfte gelten nicht mehr als neu. Macht denn irgendein Fahrgeschäft gerade Verlust? Finanzen. Kann man hier irgendwelche Attraktionen läden? Machen alle ein gutes Plus, manche mehr, manche weniger. Läden, die machen Verlust. Gut. Warum macht er nur 5 Dollar Gewinn im Monat? So, dann 4,80, alles komm. So, wo haben wir denn noch ein Hotdog-Sword? Okay, dann kostest du jetzt nur noch 11,80 und du nur noch 7,80. Zufrieden und durstiger. Ja, komm, machen wir doch. Das gibt's jetzt alles. So, dann Chief Beef macht Gewinner. Da können wir auch hier das alles hier aktivieren. So. Boah, geil. Da kann man einfach Dinge in den Cocktails reinstreuen. Wie widerlich. Alter, mehr Übelkeit ist halt nicht so geil, aber man kann es ja mal ausprobieren. So, jetzt machen wir ein gutes Plus. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass dieses gute Plus so gut wird. Na, wir könnten jetzt etwas erforschen. Und zwar Forschung starten, dieses Nervenkitzel-Fahrgeschäft. Dann machen wir einfach mal Höchstpreis dafür. Und dann hoffen wir, dass das so geil ist, dass sich dann Darlehen dafür lohnt. Liegt da jetzt eigentlich noch irgendwo Müll am Weg? Ist es überhaupt noch ein Problem, der Müll? Gäste. Ich bin überrascht, dass es keine Souvenirläden gibt. Euer Ernst? Wir sollten dringend Souvenirläden hinbauen. Also ich sehe hier nirgends mehr Müll übrigens. Können wir uns einen Souvenirladen hinstellen? Hier angepasst und dann Souvenirs? Ja. Looney Balloons. Komm, das machen wir irgendwo hin. So ganz da oben bei diesem coolen Fahrgeschäft. Da haben wir so viel Platz. Wenn wir halt 200 Dollar dafür kriegen. Aber das wird sich halt verlohnen, dann würden halt 20% schon nicht mehr rumheulen. Ja, das schaffen wir jetzt gerade irgendwie mehr ins Minus. Yay, ein Dieb wurde geschnappt. Komm, krieg ich bitte 200 Dollar. Krieg ich nicht, oder? Ich möchte einfach nur einen schönen Souvenirladen dahinstellen, wo ihr euch alle wünscht. Also lasst doch ein bisschen mehr Geld da. Ja, wir haben Minus gemacht im Monat.
Das sieht irgendwie immer schlechter aus. Ich möchte euch doch etwas bieten dafür, dass ihr in meinen Park kommt. Einen schönen Looney-Balloons. Wo es Ballons gibt. Okay, das wird gerade irgendwie nichts. Ah, das Forschungsprojekt ist fertig. Wo ist es denn? Forschung? Forscheranzeigen. Kickflip, ich glaube, der bringt richtig was. Was kann ich jetzt erforschen dafür? Okay, mit Gelbmangel kann ich natürlich nichts erforschen, ist mir klar. Deswegen mache ich jetzt was, was mehr oder weniger dämlich ist, aber. Hallo Darlehen. 18% Zinsen, das ist Wucher. Aber wir können jetzt hier einen schönen Souvenirladen hinbauen. Okay. Jetzt haben wir einen schönen Souvenirladen errichtet. Jetzt können wir hier unten noch so ein geiles Nervenkitzel-Fahrgeschäft hinbauen. So, Eingang platzieren. Ausgang platzieren. Eingang mit Weg verbinden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Planet Coaster. Bis dahin, tschüss.